Am 22.01.2023 um 19.09 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn vom Betreiber des Restaurants im Bahnhof Mehlem zu einem Kaminbrand alarmiert. Die Feuerwehr wies alle Personen an, das betroffene Gebäude zu verlassen. Insgesamt 3 Trupps gingen mit Atemschutzgeräten in sowie über eine Drehleiter auf das Gebäude und kehrten zunächst von innen, später dann auch von außen Glut aus dem brennenden Kamin. Mit einem Löschrohr wurde die aus dem Kamin entfernte Glut im Freien abgelöscht. Insbesondere die Kehrarbeiten auf dem Dach stellten sich als sehr aufwendig heraus, da dort glühende Stellen nur schwer erreicht werden konnten. Letztlich musste das auf dem Dach befindliche Rauchrohr des Kamins komplett demontiert werden, um alle Glutnester erreichen zu können. Für die Löscharbeiten und das Ausleuchten der Einsatzstelle kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Die Ausbreitung des Brandes auf das Restaurant und das Dach des Gebäudes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Während der Löscharbeiten durften die Züge auf der nahen Bahnstrecke die Einsatzstelle nur langsam passieren. Darüber hinaus hatte eine Einsatzkraft der Feuerwehr die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich keine Einsatzkräfte im Bereich der Bahn aufhalten und vor Zügen zu warnen, die an der Einsatzstelle vorbeifahren. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löscheinheiten 3, 35, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2, die Löschgruppe Wachtberg-Niederbachem, die Einheit Rehmagen-Rolandseck, der Rettungswagen 3-4 und ein Funkstreifenkraftwagen. Ja.
Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.